Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich bin in meiner Garage in Linz und mache gerade Wagenpflege. Die schwarze Schönheit hier wechselt morgen den Besitzer. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe in den letzten Tagen doch etliche Bewerbungsgespräche geführt. Und hatte schon wirklich echte Sorgen, dass da irgendein passender mit dabei wäre. Und ganz zum Schluss hat mich dann der Peter, den ich von meiner alten Spedition noch kenne, angerufen. Der möchte sich verändern. Der hat die Schnauze voll von diesem großen Speditionsdasein, als Nummer irgendwo zu arbeiten. Hat mich angerufen. Der Peter hat Erfahrung in sämtlichen Bereichen, egal ob das jetzt im Stückgutbereich war, egal ob das im Schwerlasttransportbereich lag. Also der ist wirklich schon alles gefahren. Ja, und dem Peter muss ich natürlich was bieten. Und aufgrund dessen habe ich mich entschieden, wenn der wirklich die Erfahrung hat mit der Schwerlast, dann soll er doch mit der Black Beauty zum einen natürlich die Aufträge von der Rheintrans fahren, also diese Vermittlungsaufträge, wo der Micha diese 7% Provision bekommt. Das ist dieser Deal mit Cut, den er da angestoßen hat. Und da braucht er natürlich ein dementsprechendes Fahrzeug und das sei ihm auch vergönnt. Ich will ihm ja was bieten. Ja, und mein neuer Zug, der sollte ja ebenfalls ankommen. Banken haben Gelder gewährt. Diesen kurzen Businessplan, Businessplan ist eigentlich für dieses Schriftstück, was ich da verfasst habe, fast etwas hochdimensioniert. Also dieser, nennen wir ihn trotzdem Businessplan, den habe ich denen zugesandt. Innerhalb von 3 Tagen war die ganze Thematik erledigt. Die haben gesagt, vollste Unterstützung, ein Auto sowieso, ein zweites überhaupt kein Thema, aber dazu brauche ich natürlich auch dann die entsprechenden Mitarbeiter. Also da möchte ich nicht unbedingt jetzt mich in große finanzielle Schwierigkeiten in Form von Kreditrückzahlungen bringen. Ich muss ja die Löhne, die Gehälter genauso zahlen, die Lohnnebenabgaben. Jeder, der mit sowas schon mal zu tun hatte, der weiß da Bescheid, was da abläuft. Ja, Wagenpflege draußen, der Regen, glaube ich. Wir schauen noch mal kurz raus. Es hat gerade noch geregnet, aber ich glaube, es bessert sich. Ja, Industriegebiet von Linz. Was war das? Da schreit doch wer. Das ist drüben im Wohnblock, oder? Ja, was die da aufführen, das ist echt nicht mehr normal um diese Tageszeit. Unvorstellbar, was da los ist. Wenn das so weitergeht, muss ich wohl die Polizei rufen. Nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Ja, da steht sie. Das Auto ist absolut in Ordnung. Ich habe alles durchgecheckt. Also der Peter wird wirklich seine Freude haben mit dem Teil. Da bin ich überzeugt. Das ist ein alter Scania-Fan. In der Spedition, wo er jetzt am Schluss tätig war, da ist ja, ich glaube, Volvo gefahren. Volvo oder DAF? Ja, egal. Macht nichts. Ja, und ich fahre dann den neuen Zug.
Ihr könnt ja gern mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr glaubt, was der nächste Zug, mein neuer Zug, der zweite hier in der Spedition sozusagen, was das wird, welche Marke es wird. Jetzt schreite ich wieder. Alter Schwede. Ja, bin gespannt, ob ihr das oder ob das irgendjemand von euch errät. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke jedenfalls fürs Einschalten. Bis zum nächsten. Tschüss, euer Jeremy.